Und damit herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Shift 2 Unleashed. Wir bauen heute ein neues Auto und zwar ein Lancer Evo 9 MR Edition. Ich hoffe, den dürfen wir bauen. Dürfen wir den bauen? Dürfen wir, nice. Und dafür hämmern wir hier erstmal an einem Motorrad. Nein. Und gucken erstmal, was wir hier alles für brauchen, um diese Kiste hier zum Werksumbau machen zu können. Hier brauchen wir noch deutlich mehr. Sehen wir den Scheiß eigentlich auch da? Ja, oh, okay, ich bin dumm. Nice, jetzt können wir den Werksumbau machen. Und dadurch wird er natürlich direkt mal deutlich krasser. Und das machen wir. Ja, jetzt haben wir hier so einen schönen Evo 9 Werksumbau. Und mit dem hämmern wir jetzt mal eben die Weltstädtetour runter. Ganz entspannt. Miami, Tokio, Shanghai. Keine Ahnung. London. Und dann legen wir mal los mit Miami. Wo wir noch eine Kurve meistern können, bei der ich richtig Probleme habe, jedes Mal in die Richtung, in der anderen. Ich sag dir, wenn das grüne Licht da ist, mach dich mal. Ja, aber das sagst du mir erst, wenn ich schon fünfmal losgefahren sein muss, leider. Kannst du bitte überspringen, danke. Alter, okay. Ich sag mal so, das Auto ist brutal. Ich glaube, es ist sequenziell so schnell, wie der schaltet. Ich sollte neu anfangen bei so einer engen Rennstrecke und einem Totalschaden. Ich überlege gerade, ob ich den mit Schaltwippen fahre. Ich kann leider nicht gucken, ob der wirklich sequenziell ist. Ich gehe aber ganz stark davon aus. Komm, ich schalte mit Schaltwippen. Wenn ich schon die Runde nicht direkt neu starte. Hallo, Kollege. Die Karre hört sich auf jeden Fall böse an. 5 Runden Rennen. Nice, direkt beim ersten Mal. Das war nicht meine Schuld, würde ich behaupten. Ich glaube, wenn ich danach versucht hätte, ihm auszuweichen, dann wäre ich überall hingefahren. Außer weiter geradeaus. Mir fällt gerade wieder ein, welches Auto ich auf jeden Fall noch bauen wollte. Dreht auch schön hoch, die Kiste hier auch 8. Alles über 6 begeistert mich ja immer schon. Alter, komm um die Kurve hier bitte. Oh, Kurve. Gerade ein bisschen Konzentration, als ich hinterherkomme. Krasses Auto auf jeden Fall. Ich glaube tatsächlich, der ist gar nicht so schnell. Also in der Endgeschwindigkeit. Der ist halt nur verfickt kurz übersetzt, ey. Und Curbs lassen ihn auch relativ kalt. Was ich ziemlich geil finde. Obwohl der Sack tief ist, ey. Ich habe im letzten Part ein bisschen wirr darüber erzählt, wie es beim Uno aussieht. Da hat sich...
auch noch nichts zu geändert, denn der letzte Part ist actually irgendwie 6 Minuten her. Ich habe ihn direkt im Anschluss aufgenommen. Ja. Ich will gleich noch ein bisschen gucken, dass ich nur ein bisschen schneide für Sonntag. Denn das Auto steht jetzt erst im Schuppen. Und ich bin erst, ich bin schon bei knapp 10 Minuten oder so. Ich habe das Auto aber noch nicht innen angefasst. Also ich will in das Video auf jeden Fall noch reinbringen. Ja, Auto leer machen. Also den ganzen Schrott, der drin ist, raus. Also Müll und sowas. War auch extrem viel drin, muss ich sagen. Und ich würde gerne noch auseinanderbauen reinnehmen. Also wie ich die Kiste einmal entkerne quasi. Also Sitze raus, Teppich raus. Und Himmel raus. Ne? Einmal alles raus. Bis auf Armaturenbrett. Und Lenkrad ist nämlich aktuell alles raus. Innen. Außen nicht. Außen ist er noch nahezu original. Nur, dass ich halt angefangen habe, das hintere Blech abzuschleifen. Quasi da, wo der Kofferraum ist. Achso, und die Kofferraumklappe ist ausgebaut. Aber das seht ihr alles. Und ihr könnt euch merken, wenn ihr das Auto seht, er ist weiter, als er in dem Video ist. Denn ich habe ja schon berichtet, dass ich geschliffen habe. Und das wird im ersten Video nicht mit drin sein. Wer sich jetzt übrigens fragt, wie finde ich den Kanal? Müsste im Kanalbanner mit drin sein. Und verlinkt, wenn man auf Lefishy drauf geht. Und dann auf empfohlene Kanäle oder sowas. Glaube ich, ist er auch dann. Ansonsten ist Fischschrauberbutze. Danke Freddy für den tollen Namen. Alter, das ist ein Biest an Auto hier, ey. Und ich bin aktuell am gucken, ob ich vielleicht ein Projekt kaufe. Ja, ich habe nicht genug Autos. Es sind nur 6 oder so. Ne, Moment. 3, 5, doch 6. Mit dem Kart sind 6. Also wenn man das Kart als Auto zählt, sind 6. Wow, den hast du's mal richtig gezeigt. Geht so, actually. War ganz okay. Letzte Runde war tatsächlich die beste, okay. Und schon ziemlich viel besser sogar nochmal. Okay, nice. Dann fahren wir jetzt nochmal Tokyo. Westbound Expressway. Grünes Licht, viel Glück und pass auf dich auf, Mann. Nice. Jetzt darf ich im Gas stehen bleiben. Ah Gott, wieso habe ich hier keine Kurve gemeistert? Ich fahre die Rennstrecke doch gerade nicht zum ersten Mal, oder fahre ich sie zum ersten Mal im Hellen? Würde mich jetzt ehrlich gesagt wundern. Alter, hallo! Da sind wir aber schnell gewesen wohl. Alter, man merke. Kurz übersetzt ist gar nicht mal so geil. Man ist nämlich actually nicht schnell, aber schon in einem sehr hohen Gang. Was mir gar nicht gefällt. Ich krebs immer lieber in den unteren Gängen ein bisschen länger rum. Das nervt mich ehrlich gesagt auch an meinem 156er nervt er es mich und am 159er nervt es mich auch. Die sind sehr kurz übersetzt. Gerade für einen Diesel sind die sehr, sehr kurz übersetzt. Der 59er fährt ja gerade mal 215. Was allerdings eine Abregelsache sein dürfte. Denn vom Drehzahlband her würde er 250 schaffen. Und er dürfte eigentlich auch noch genug Drehmoment haben,
um die bisschen Luftmasse bewegt zu kriegen. Gehe ich zumindest von aus. Weil eigentlich hat er ganz gut Drehmoment. Also das heißt ganz gut. Er hat nur 400 Newtonmeter. Ist halt nur 2,4 Liter Hubraum. Hat Leon sich neulich darüber gewundert, denn sein 530 hat irgendwie über 500 Newtonmeter, aber es sind halt auch fucking 0,6 Liter mehr Hubraum, ne? Also da fehlt ein Zylinder einfach mal. Es ist halt wirklich exakt der eine Zylinder, der fehlt. Bohren und Hub könnten die beiden Motoren gleich viel haben. Ich gehe nicht davon aus, dass sie es haben. Aber könnten sie, weil sie pro Zylinder gleich viel Hubraum haben ungefähr. Oder das heißt ungefähr, ja. Kommt halt ein bisschen drauf an. Kann nämlich sein, dass die Karre von Leon irgendwie 3094 Kubikzentimeter hat und meine hat nur 83? Bin mir nicht ganz sicher. Und ob er das dann hat, ist auch noch eine andere Frage. Ist ja auch immer so eine Diskussion, ob Serienangaben stimmen. VW war das, glaube ich, die beim... Nee, gar nicht weiter, was ist das Verdichtungsverhältnis, Entschuldigung. Beim VR6 stimmt das Verdichtungsverhältnis, das VW angibt, nicht oder so. Meine ich, dass da irgendwie sowas war. Ah! Shit! Dass sie ein ganz anderes Verdichtungsverhältnis haben als angegeben ist Original. Nein, komm weg von der Wand, danke. Nicht so schnell hier rein, diese Profischen. Warte mal, das Video ist für Freitag. Ich muss leider Samstag arbeiten. Ich habe Samstag eine Spätschicht. Allerdings gar nicht bis so spät. Ich glaube irgendwie bis 23 Uhr oder so. Also geht so spät. Ich gab heute erstmal einen Adventskalender von meiner Arbeit. Hat mich sehr, sehr gefreut. Finde ich nicht selbstverständlich, aber schön, dass es sowas gibt. Meine, wir kriegen leider unser Weihnachtsgeld nicht als Corona-Bonus. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, muss ich morgen nochmal den Betriebsrat anfragen. Der war leider heute nicht da. Hallo. Ein Weihnachtsgeld als Corona-Bonus wäre natürlich top-notch. Das wäre halt einfach sehr viel mehr unversteuertes Geld. Und unversteuert ist immer besser. Das ist nämlich mehr. Von daher muss ich mal fragen. Aber über den Adventskalender heute habe ich mich schon sehr gefreut. Eieieiei. Ja, apropos Weihnachtsgeld. Ich glaube, ich habe im letzten... Nee, ich habe in diesem Part schon eben gesagt, dass ich eventuell ein neues Auto kaufe. Also, ein neues für mich. Neues ist lange nicht. Ich kann mal ein Baujahr droppen. Es ist Baujahr 82. Und nah an meinem Traumauto dran. Es ist nicht ganz. Mein Traumauto wäre ein früheres Baujahr. Ich glaube, bis 79 oder so gab es die erste Serie. Aber zweite Serie ist auch okay. Für den Anfang. Ne, kann man theoretisch auf erste Serie umbauen, die zweite Serie. Nur andere Stoßstangen und ein anderer Innenraum. Bisschen Karosserie auch noch anders, aber nichts Gravierendes. Was man jetzt nicht ändern könnte und mitleben könnte. Von daher... Da habe ich einen netten Herrn in Bayern angeschrieben. Das sind knapp 400 Kilometer von hier. Wusste gar nicht, wie weit Bayern nach oben kommt. Ja, und da muss ich mal schauen, ob wir uns da jetzt einig werden. Der will das Auto bis zum 30. weg haben. Ihr schaut das Video am 27. Oder das Video kommt am 27. raus. Ist am 25. aufgenommen. Das heißt, in 5 Tagen soll das Auto da weg sein. Ich könnte es nur Sonntag holen. Nice. Schönes Gefühl zu gewinnen, oder? Ja, gefällt mir sehr gut. Und ich wüsste noch nicht mal wie. Also ich habe noch keine Ahnung, gar nichts. Schauen wir mal.
Je nachdem, wie mir der Typ antwortet, habe ich ein paar Sachen gefragt. Ein paar sehr spezielle Sachen zu dem Auto. Wenn er mir antwortet, vielleicht. Auf nach Shanghai. Auch eine Strecke, die wir nicht gefahren sind, offensichtlich. Beziehungsweise wir sind sie schon gefahren, aber nicht. Nicht so. Hallo. Müsste ein Allrad hier sein oder als Werkswagen, weiß ich halt nicht mehr. Als Basisauto ist es ein Allrad. Müsste ich gleich mal nachgucken, ob das hier auch ein Allrad ist. Allerdings vergesse ich das eh wieder. Ich glaube, es kommen auch gar nicht mehr so viele Sachen jetzt. Komm, um eine Kurve bitte. Auf jeden Fall noch mal ein bisschen anders. Die Rennstrecke hier ist nicht die gleiche wie eben. Das ist doch nicht so, wie ich dachte, dass ich die schon kenne. Wobei genau das Abrollgeräusch kenne ich, also das ist jetzt halt andersrum, ne? Dachte aber auch, dass die Kehre da anders wäre. Hätte auch gedacht, dass wir das Auto hier als Rechtslenker fahren müssen. Zum Glück nicht. Bin ja kein Fan von Rechtslenkern. Haben wir alle Kurven? Nein, eine fehlt uns noch. Weiß nicht genau welche. Schauen wir jetzt mal. Ah, die da vorne, stimmt. Da steht übrigens auch noch quer. Hallo! Was ein Vollassi, ey. Hab mich höchstens Avengler aus dem Konzept gebracht, dass er mir auf einmal entgegenkam. Hat man, glaube ich, auch kaum gemerkt, ne? Der hat einen Meilentacher, okay. Fällt mir jetzt erst auf. Aber man guckt normalerweise halt auch nicht auf den Tacho. Außer um zu sehen, welchem Gang man ist. Komm. Ja. Freut mich übrigens hart, dass das UNO-Projekt jetzt angefangen hat. Wird zwar, glaube ich, komplizierter, als ich gedacht habe. Ich muss gleich übrigens einen Schweißpunktbohrer bestellen. Da muss ich dran denken. Weil sonst wird das nervig. Ich möchte Schweißpunkte gerne mit einem Schweißpunktbohrer ausbohren können. Und dann brauche ich auf jeden Fall noch Gripzangen und sowas. Ich brauche noch ein paar Sachen. Ich muss mir auch irgendwo noch ein Schweißgerät besorgen. Haha, haha. Aber erst wird auseinandergebaut und dann zusammen. Gucken, wie es zusammengeht, kann man immer noch, nachdem man es auseinandergebaut hat, sage ich immer. Du dummer Wichser, Alter! Ich möchte mal kurz anmerken, wenn ich das jetzt verliere, lag das an dem, ne? Ich meine, warum steht der immer noch hier vorne? Verpiss dich doch! Also ich glaube, das Problem daran ist halt, dass die nicht rendern, wenn man selber nicht da ist. Also der ist überhaupt nicht... Die KI ist nicht aktiv, wenn ich nicht da bin. Deshalb fährt der immer, wenn ich komme. Gehe ich von aus. Kannst du dich da bitte verpissen? Kann das ja kompletter Bullshit sein? Würde auf jeden Fall erklären, warum der Typ da so dumm rumstand. Und mir extrem auf den Sack gegangen ist. Ah, wir haben auch noch zwei Runden, von daher. Wir sind die Karre ja noch nicht ausgefahren, oder? Glaube ich zumindest nicht. Am besten hält der Typ einfach wieder voll in der Wand und blockiert mich nochmal. Weil dann schaffe ich es auf jeden Fall nicht mehr hinterher. Haben wir jetzt auch gleich schon 20 Minuten.
Von daher ist dann auch gleich... Der Part zu Ende. Ich muss hier echt vorsichtiger rangehen, um die Kurve zu schaffen. Schauen wir mal nächste Runde. Da haben wir den Typen hoffentlich überholt. Weil ich gar nicht weiß, ob wir den überholen wollen. Weil wir den nicht überholt haben, dann kann er uns schon mal nicht reinfahren und durch die Gegend schieben. Von daher ist es vielleicht gar nicht so schlecht, hinter dem zu bleiben. Ich glaube, ich würde mich hart abfacken, wenn der uns reinfährt und dadurch die Kurve kaputt macht. Vielleicht war gerade bei 250 oder so. Also so ganz langsam ist die Karre hier auch gar nicht. Falls es so laut im Hintergrund wird, ich bitte dies zu entschuldigen. Sollte sich aber in Grenzen halten, hoffe ich. So, jetzt schauen wir mal, wie wir hier reinfahren können. Auf jeden Fall mal eine ganze Ecke langsamer. Ich fahre schon mal die hier gut. Und dann alles. Bitte in grün. Alter, wie langsam soll man denn hier fahren? Nice, haben wir auf jeden Fall geschafft. Jetzt noch durchhalten bis zum Ende. Wir haben ja zum Glück nicht das Problem, dass die Autos kaputt gehen können im herkömmlichen Sinne, also Motorschaden oder sowas. Ich glaube, das wäre sogar aus, wenn wir realistischen Schaden hätten. Es gibt ja realistischen Schaden für die Scheiße. Das haben wir zum Glück nicht. So. Rennen entspannt mit 237 beendet. Super gemacht, Mann. Wirklich super. Danke, danke, Bruder. Danke, danke. Hat der einen einflutigen Auspuff? Gefällt mir nicht. Ja. Die vorletzte Runde, die beste, war klar. Gut, ich würde sagen, welcher war der Wichser? Er hat auch ein Evo, okay. Dummer Hurensohn. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann machen wir dann die Reste. Bis dahin, haut rein und tschüss.